Am Freitagvormittag wurde in Lichtentanne die Sparkassenfiliale in der Hauptstraße zum Schauplatz eines schweren Raubes. Der mutmaßliche Räuber konnte unmittelbar nach der Tat durch Passanten gestellt werden. Gegen 9:45 hat ein mit einer Strickmütze maskierter Mann die Sparkassenfiliale in Lichtentanne betreten und hat dort mit vorgehaltener Pistole die Öffnung des Tresors gefordert. Nachdem hat er sich dort eine Geldmenge gegriffen und hat die Filiale wieder verlassen. Das Ganze ist von einem Passanten beobachtet worden, der den Mann vor der Filiale überwältigt hat. Ein weiterer Passant kam hinzu und hat noch mit Hand angelegt. Und ein dritter, ein Autofahrer, hat ebenfalls angehalten. Und zu dritt haben sie praktisch den Täter so lange festgehalten, bis dann nach etwa 10 Minuten die Polizei aus Werdau angerückt ist und konnten den Mann den Beamten übergeben. Bei dem Täter handelt es sich um einen 36-Jährigen aus Kirchberg. Er ist der Polizei bereits wegen Eigentumsdelikten bekannt, jedoch nicht mit einem solchen Kapitaldelikt. Glücklicherweise wurde bei dem Überfall niemand verletzt. Die Beute konnte in vollem Umfang sichergestellt und zurückgegeben werden. Gegen den Kirchberger wird nun wegen schweren Raubes ermittelt. In der Nachbetrachtung war das couragierte Handeln der drei Männer aus Lichtentanne von Erfolg gekrönt. Doch im Nachgang betrachtet ist es hier glücklicherweise alles gut gegangen. Es gibt keinerlei verletzte Personen. Das kann man aber nicht von vornherein sagen, denn nicht in jedem Fall ist die verwendete Waffe eine Spielzeugpistole, wie in diesem Fall. Das heißt, die drei Passanten haben sich durchaus hier einer doch konkreten Gefahr ausgesetzt. Und deswegen rät die Polizei eigentlich in solchen Fällen von solchem Handeln ab. Es ist also besser, hier die Polizei schnellstmöglich zu verständigen und dann eventuell in gehörigem Abstand sich an die Pferde des Täters zu heften und dann gegebenenfalls neue Standortmeldungen durchzugeben. Im Fall Sparkasse Lichtentanne werden die mutigen Helfer durch die Polizei und die Sparkasse honoriert werden.